Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn dies hier ist tatsächlich die 301. Folge Minecraft Agrarian Skies. Jetzt habe ich mir überlegt, so nach 300 Folgen könnte es ja sein, dass Menschen, die neu einsteigen, die diesen Kanal neu finden, etwas Probleme haben, sich zurechtzufinden in dieser riesigen Welt, die ich hier schon geschaffen habe. Und dementsprechend würde ich gerne mit euch einen kleinen Rundgang quasi als Spezialfolge machen, als Start, ein kleines, was bisher geschah. Ja, als wir damals mit Andretopia, so wie unsere Insel hier heißt, begonnen haben, sehen wir hier Andretopia, hatten wir nicht viel. Wir hatten hier einen Erdblock, darunter war eine kleine Starthilfe mit einem Dirtblock, und damit konnten wir uns etwas behelfen. Wir hatten hier einen kleinen Fluss, der hier mit diesem Wasser gespeist wurde. Sehr viel mehr hatten wir nicht. Wir hatten quasi nur dieses grüne Areal hier, um uns beim Überleben zu helfen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben dann dafür gesorgt, dass wir uns Cobblestone machen konnten und haben uns relativ schnell nach unten gebaut. Nach unten hier runter, wo jetzt schon ziemlich viel steht. Am Anfang war da gar nicht so viel. Am Anfang hatten wir hier diese Wand, wo wir viel gebaut haben. Wir hatten verschiedene Autonomous Activator, die uns geholfen haben, das Zeug zu bauen. Und wir hatten mehrere Igneous Extruder, mit denen wir uns Cobblestone machen konnten. Relativ schnell danach brauchten wir dann auch Energie, die wir uns hier über diese Magmatic Dynamos heranziehen konnten. Als ich dann erstmal genug Cobblestone hatte, habe ich mich daran gemacht, eine Mobfarm zu bauen. Diese Mobfarm sehen wir hier, ein gigantisches Teil dort oben. Da oben seht ihr letztendlich vier Plattformen, auf denen Monster spawnen, die dann hier runterfallen und früher hier zerschellt sind, um dann das Zeug, das sie spawnen, hier herauszusammeln. Auch hatten wir noch eine zweite Mobfarm, eine quasi manuelle Mobfarm, diese war sogar zuerst da. Mit der haben wir dann hier Monster gefarmt, alles immer noch manuell mit einzelnen Waffen. Nachdem wir dann den Strom hatten, haben wir uns relativ schnell dieses Feld gebaut, um uns Bäume hier automatisch bauen zu lassen mit einem Planter, den sehen wir hier, und einem Harvester hier, um da voranzukommen. Das war die Geschichte. Als nächstes kam dann, wenn ich mich recht entsinne, die Ära des Eisens und des Stahls. Hier hatten wir dann unseren ersten Hochofen, beziehungsweise unsere erste Schmelze, die hier relativ automatisch betrieben wurde mit einem Igneous Extruder, um dann hier ganz viel Lava herzustellen. Hier haben wir dann noch manuell Cobblestone eingefüllt. Hier haben wir noch einen Aquarius Accumulator eben für dieses Gerät. Relativ bald danach kamen dann auch noch zwei weitere Schmelzen dazu. Die sehen wir hier. Einmal diese und daneben noch eine weitere. In dieser, darauf bin ich sehr stolz, weil ich das tatsächlich selbst entwickelt habe, werden die Materialien, die hier aus diesem Lager mit sämtlichen Arten von Metallen, werden dann hier vorwärts gebracht, werden hier hingebracht, hier zusammengepackt, dann gecrushed, wieder zusammengebracht, wieder gecrushed, wieder zusammengebracht, und dann gehen sie hier hinten in diese Pulverizer, wo sie dann verarbeitet werden und in die Schmelze gehen, um dann hier automatisch rausgebracht zu werden. Also dieses Konstrukt hat lange gedauert, aber wir haben es gebaut. Hier hinten noch mit dem Material dafür. Das war die Geschichte. Parallel zu den Plantern, von denen wir dann mehrere bekommen, haben wir dann auch uns hier Sludge-Boiler gebaut. Die Sludge-Boiler sorgen dafür, dass der Abfall quasi dann verarbeitet wird und da lustige Sachen rauskommen. Hust. Relativ bald danach haben wir dann auch unser ME-System gebaut, unser riesengroßes Lagersystem, in dem wir inzwischen 3 ME-Drives haben mit sehr, sehr viel Speicherplatz. Wir haben maximal 164.000 Junglewood-Planks drin, 100.000 Oakwood-Planks, 50.000 Cobblestone, jede Menge Weed, also wir haben da extrem viel Material drin. Momentan brechen wir gerade die 10.000 Snowballs, also da ist schon sehr, sehr viel Material drin. Wir mussten das Ganze schon zweimal erweitern mit weiteren ME-Drives. Und wir sehen schon, die sind auch schon fast wieder voll. Also, da werde ich bald mal nochmal nachlegen müssen. Sieht so aus.
Okay, nachdem wir dann das ME-System hatten, mussten wir unseren Stromverbrauch etwas erhöhen und relativ schnell habe ich dann auch gemerkt, okay, also irgendwie reicht es nicht so recht, abgesehen davon, dass ich hier gigantischen Hunger habe, muss ich mal kurz was essen, auch bei der Guided Tour, einen kleinen Snack zwischendurch, ist ja auch mal nicht schlecht. Ja, ein kleines, was bisher geschah. Ich hoffe, das hilft euch. Ich werde dann höchstwahrscheinlich mit der 301. Folge auch eine neue Playlist starten. Einfach 300 Folgen aller Playlists schon zu viel sind. Dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie reicht es nicht mehr mit dem bisherigen Strom. Deshalb haben wir angefangen, Reaktoren zu bauen. Die sehen wir hier, fleißige Reaktoren. Wir haben auch unsere Felder erweitert. Wir haben immer mehr Felder gebaut. Als zweites kam dieses Feld dazu, wo jetzt momentan Kohl steht. Dann dieses Riesenfeld, noch ein Riesenfeld und dann noch ein Feld. Felder ohne Ende kamen dazu. Es kamen auch immer mehr Reaktoren dazu. Wir haben hier die automatische Computing-Einheit vom ME-System gebaut. Und alles drum und dran. Relativ schnell haben wir dann auch ein Jetpack bekommen. Das sehen wir hier momentan schon. Unser kleines Jetpack, das ich jetzt gerade mal aufladen muss. Gut, dass ich jetzt gerade hier bin. Das haben wir dann hier unten alles aufgebaut. Ich habe versucht, die gesamte Technik, die gesamte Verkabelung so ein bisschen nach unten zu legen, weil es da einfach etwas schöner ist. So, wir haben unser System. Dann haben wir uns ums Nether gekümmert. Wir haben hier unseren Laser Drill, der automatisch Sachen aus dem Nether farmt. Wir haben mehr Reaktoren bekommen. Wir haben da hinten zwei Reaktoren, dann noch ein kleiner, dann hier ein etwas größerer. Und hier hinten stehen nochmal zwei riesige Reaktoren, die mir Strom erzeugen. Auch unseren Hochofen haben wir relativ schnell bekommen, der inzwischen ans ME-System angeschlossen ist und hier automatisch, ja, das Zeug hier heranholt. Da kriegen wir dann den Stahl raus, der momentan als eine der wenigen Sachen hier noch einzeln herauskommt. Gut, das war quasi das, was wir hier unten erstmal hatten. Der Teil hier hinten kam dann später, deswegen gehen wir jetzt erst nochmal wieder nach oben und schauen, was sich oben in der ganzen Zeit getan hat. Wir haben hier dann, nachdem wir unsere Mob-Farm hatten, haben wir hier eine weitere Plattform gebaut und auf dieser Plattform unsere Magic-Sachen. Hier steht unser Nether-Portal, durch das wir ins Nether kommen. Das könnte ich euch zeigen, möchte ich aber momentan eigentlich gar nicht so gerne. Hier haben wir einen ziemlich nutzlosen Enchantment-Table, weil ich den hier nicht benutzen kann. Hier unseren Auto-Brewer, wo ich mir Tränke gebaut habe, den Potion of Healing, für unseren Altar. Der Altar am Anfang noch Tier 1, relativ einfach aufgebaut, inzwischen schon Tier 2. Und hier oben mit vielen Opferhühnern, die dann hier getötet werden, um Hühner zu machen. Apropos Tiere, wir haben uns dann auch relativ schnell Kühe zugelegt. Wir haben momentan noch ein Schwein und hier habe ich dann unsere Kuhfarm aufgebaut, wo quasi die Kühe automatisch hier über Autonomous Activator gefüttert werden. Da kommen dann kleine Kühe raus, die sehen wir hier unten und ja, da wird es gerade noch angebaut und hier dann unsere Kuhfarm, wo aktuell Milch gefarmt wird mit diesen Apparaturen. Hier kann ich, wenn ich sie anschalte, Kühe schlachten. Schauen wir mal, ob hier Kühe geschlachtet werden, wenn ich es anschalte. Ewig nicht. Aktuell noch nicht. Könnte aber bald passieren. Dann gibt es tote Kuh. Da ihr seht schon, die Kühe sterben. Unschön ausmachen. Die Kühe sollen eigentlich leben. Jawohl. Das ist unsere Kuhfarm. Hier farmen wir aktuell Gummibäume, mit denen wir arbeiten. Hier haben wir unsere Mushrooms, unsere kleinen Süßen. Und hier eine Fischauffangstation. Hier werden quasi Fische gemacht. Hier hinten haben wir eine kleine Wüste, die wir auch noch haben. Hier unser Areal, wo wir versuchen, Winterbeast zu bekommen. Und was hier als letztes auf dieser kleinen Halbinsel ist, ist unser Villager-Dorf. Hallo, kleine Villager. Die müsste ich übrigens nochmal durchgucken, ob da was Neues gekommen ist. Dann haben wir uns relativ schnell daran gemacht, unsere Bienchen zu züchten. Hier seht ihr unsere riesengroße Bienenzuchtstation. Gigantisch groß mit elendig vielen Bienen. Und hier der ganzen Technik zu den Bienen. Dann verschiedenste Arten von Bäumen, die von den Bienen geerntet werden mit Pollen. Hier haben wir nochmal zwei Riesenfelder nur für Weizen. Um Weizen zu machen, hier haben wir einen großen Apiary. Hier haben wir unsere Jungle Wood mit verschiedensten bösen Bienchen, die hier Sinister Bees, sehr, sehr böse Bienen. Hier Bienen, die unbedingt Kakteen brauchen. Hier Jungle Bienchen, Tropical Bienen, die einen auch vergiften können, die ich ja umgezüchtet habe. Das zeige ich euch gleich noch. Und damit haben wir quasi oben, ich fliege mal kurz hoch hier,
um euch mal einen Gesamtüberblick zu geben, oben eigentlich alles gezeigt. Da hinten verschwindet der letzte Teil so ein bisschen im Nebel, da fliegen wir rüber. Also das ist die Oberwelt komplett, die komplette Oberwelt hier. Und hier noch eine kleine Fischstation, da werden Fische aus dem Wasser gesaugt quasi. Die sehen wir dann hier mit einem Vacuum-Hopper. All das kann man hier sehen. Was ich euch noch zeigen könnte, wäre hier oben unsere Mob-Farm. Da fliegen wir jetzt mal ganz kurz hoch. Was kostet die Welt? Dann hat man auch noch einen wunderbaren Blick über gesamt Andretopia hier in the Grain Skies. Das ist schon, boah, meine Güte. Ich überlege gerade 300 Folgen. Das sind knapp 100, es sind ja etwas mehr als 100 Stunden, je nach Folgenlänge, die ich hier habe. So, hier sehen wir jetzt, das habe ich mir hier so gebaut als Mob-Farm. Wenn ich hier aufmache, seht ihr da ganz viele, viele böse Dinger. Viele, viele Spinnen, die hier versuchen gerade mich zu erreichen, können sie aber nicht. Und die werden durch Wasser dann da runtergebracht und können, da werden, fallen dann runter und sterben dort. Ich weiß, es ist ein hartes Brot, aber es gehört dazu. So, gehen wir runter. Hopp, runter habe ich gesagt mit dem Jetpack. Und dann können wir hier, ja, das ist eigentlich unsere Mobfarm. Hier kann ich nochmal, hier bin ich damals mal hochgeklettert, war eine Heiden, aber ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das gedauert hat, das hier zu bauen. Hier kann ich gar nicht runter mit dem Jetpack, auch interessant. Dann muss ich hier den Ausweg nehmen. Ja, das ist quasi Andretopia von oben. Jetzt haben wir auch noch einen kleinen Teil, der unten ist, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Den würde ich euch jetzt gerne nochmal zeigen. Und da fliegen wir runter. Das dauert ein bisschen länger mit dem Jetpack. So, hier unten. Das ist die Plattform. Und hier habe ich jetzt noch, was ich euch noch nicht gezeigt habe, einmal quasi verschiedenste Siebe, die eigentlich nur dafür da sind, mir Redstone zu besorgen, denn ich brauche momentan extrem viel Redstone für verschiedenste Quests. Apropos Quests, das zeige ich euch gleich auch noch. Und hier sehen wir unsere ja, kleine Bienenschule, wo wir Bienen züchten können, wo wir auch Bäume züchten können und alles sowas drum und dran. Hier haben wir letztendlich eine Riesenmenge an Igneous Extrudern, die mir ziemlich viel Cobblestone produziert, weil ich für eine Quest sehr, sehr viel Cobblestone brauche. Hier sind 500.000 Cobblestone drin. Ich brauche insgesamt 4 Millionen Cobblestone. Nur um das mal, oder 48 Millionen Cobblestone, irgendwas in der Richtung. Also, hier werden verschiedenste Quests abgearbeitet. Hier, das ist eine riesengroße Computing-Einheit. Hier wird Cobble hergestellt, da Fluix Dust, der momentan nicht arbeiten kann, weil ihm eine Zutat fehlt. Da muss ich auch mal wieder bei Pulverized Coal und Sulfur. Theoretisch kann er hier Kohle, wenn er echt eine Kohle hätte, pulverisieren. Hat er momentan keine Kohle. Eieiei. Ja, also verschiedenste Quests, die hier gemacht werden. Hier nochmal wird ziemlich viel, das wird da nicht gemacht. Hier wird ziemlich viel Dirt verbraucht. Ja, das ist letztendlich die riesengroße Welt, die wir hier aufgebaut haben. Jetzt zeige ich euch zum Abschluss unserer kleinen Tour noch kurz das Questbook, wie denn der aktuelle Fortschritt ist. Wir sehen hier, Learning to Skyblock haben wir mit, ja, komplett abgeschlossen mit einer Quest with Unclaimed Reward, die kann ich hier nochmal abgeben, gibt es nochmal ein halbes Herzchen dazu, das ist schön. Wir haben hier Hell's Kitchen 86%, aktuell mit dem Lettuce mit 87%, die hier gemacht werden, die anderen muss ich nochmal angehen. Steel Powered Flight haben wir komplett abgeschlossen. Bees and Trees 80% aktuell, Botany und Biology in Arbeit. Yorio Wizard Steve ist noch nicht ganz so weit, da komme ich momentan nicht voran. For the Hoarding haben wir schon viel gemacht. Wir sind hier bei einigen Quests dabei. For the Hoarding aktuell 56%. Go with the Flow 85%. Geht gut voran. Aktuelle Quests hier unter anderem Fueling the Void mit 3%. Das geht auch voran. Langsam, aber es geht voran. Was haben wir noch? The End. Haben wir eigentlich noch nichts gemacht. Da sind wir noch nicht dabei gegangen. Und als letztes haben wir noch Bragging Rights, auch noch wenig abgeschlossen, bis gar nichts. Ja, also da haben wir einiges zu tun. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Rundgang durch Andretopia gefallen. Ich hoffe, ihr konntet dadurch einen kleinen Einblick gewinnen, was bisher schon geschehen ist, falls ihr jetzt neu dazugekommen seid. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr von meiner nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.